Ja, der kurze Teaser zu Breath of the Wild 2, den man gesehen hat, deutet ja darauf hin, dass quasi dieser Schatten Ganons, der das Schloss ummantelt hat, nur eine Manifestation war. Und dass der Körper des echten Ganondorfs irgendwo in den tiefen Hyrules immer noch lauert. Und Link und Zelda machen sich gemeinsam auf, um sich dieser letzten großen Gefahr und so weiter. Irgendwie so hat der Trailer gewirkt. Wäre cool. Ich mag Ganondorf. Kommt ihm viel zu wenig Spielen vor. Viel zu viel Ganon. Viel zu wenig Ganondorf. Nö, Carter, du bist cool. Du bist wunderbar. What's Marvin! the bug? Mr. York, Sie haben ja tatsächlich alle herrenlosen Hunde erledigt. Naja, ich glaube, es gibt ungefähr unendlich viel. Davon habe ich 30 erledigt. Sie sind echt erstaunlich. Ich danke Ihnen im Namen der Bürger von Le Cra. Ich kann mir auch nicht merken, wie die Stadt heißt. La Carre, La Carre, La Carre, La Carre, sagen die. Irgendwie La Carre, glaube ich. Oder so ähnlich, sagen die. Mir geht's auch ganz gut. Dankeschön. Ein bisschen müde. Aber das bin ich immer. Das ist Normalzustand. Hier, das ist zwar als Belohnung nichts Besonderes, aber wie wär's mit dieser hübschen Glasperle, die ich neulich gefunden habe? Oh, Perle der Tiefsee. Yes. Yes. Cool. Jetzt fehlt nur noch eine. Nur noch eine. Und wie kriegen wir die gleich nochmal? Erledigt, nicht betäubt? Ja, ich glaube, die sagen erledigt, wenn die meinen, dass man die betäubt hat und auf den Hunde, wilde Hunde Gnadenhof gebracht hat, wo sie jetzt ein glückliches und erfülltes Leben führen können, bis zum Ende ihres natürlichen Lebens. Das bedeutet das, wenn die erledigt sagen. Ich weiß so nicht, ob die zusammen mit den ganzen Eichhörnchen und Alligatoren leben die da in Frieden. Ich weiß zwar nicht, ob die was wert ist, aber nett anzusehen ist sie allemal. Haben Sie so ein Blau schon mal gesehen? Ich nenne es so. Aus den Tiefen des Meeres kam sie zu uns. Die Deep Ocean Beat. Ich hänge sehr an meiner DOB. D.O.B.? Ah, Deep Ocean Beat. Ja, ich verstehe. Aber Ihnen schenke ich sie gerne. Als Zeichen der Freundschaft sozusagen. Moment mal, Marvin. Nein, wirklich. Sie haben mir sehr geholfen, Mr. York. Wirklich, wirklich sehr geholfen. Nochmal ganz lieben Dank. Okay, das ist cool, dass wir die jetzt haben. What's the bug? Hast du noch eine Mission? Melvin, Melvin, ich sage immer Marvin, Melvin, ist ja fast das Gleiche. Melvin, dieses ganze Gerede, dass Sie einen reichen Mann aus mir machen wollen, war das etwa nur... Alles ehrlich, Mr. York? Dachten Sie wirklich, ich wollte Sie mit einer hässlichen alten Perle abspeisen? Nein, diesmal sind Sie wirklich auf der Zielgeraden. Wenn Sie diesen Endspurt geschafft haben, sind Sie wirklich ein reicher Mann. Zack, hat er gerade wirklich hässliche alte Perle gesagt? Reden Sie mit mir? Nein, fahren Sie fort, bitte. Gewaltige Kiefer, mörderische Zähne, die Waffen eines perfekten Killers. In Ihren schwefelgelben Augen lauert das Böse. Sie sind die Todesalligatoren. Oh Gott. Puh. Jetzt wollen Sie mich also auf Alligatoren ansetzen? Scharf kombiniert, Watts, Sherlock. Das ist jetzt aber wirklich die letzte Aufgabe. Versprochen. Also noch ein letztes Mal in die Hände spucken und ran an den Speck. Zack, erkennst du hier auch ein Muster? Cujo, der tollwütige Bernardiner und der menschenfressende Horroralligator. Beides sind Filme von Louis Theroux oder so. Genau, das ist auch der Regisseur von einem deiner absoluten Lieblingsfilme, Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, 1985, mit Michael Douglas und Kathleen Turner in den Hauptrollen. Eine wahrhaft meisterliche Neuinterpretation der Indiana Jones-Serie.
Im Finale diesen Filmes spielt auch ein Alligator eine wichtige Rolle. Einfach perfekt, oder Zack? Erst wilde Hunde und jetzt Alligatoren. Das könnte direkt ein Schatz aus einem Drehbuch sein. Zwei Prüfungen, die hier auf uns gewartet haben, als ob das Schicksal so gewollt hätte. 30 Alligatoren. Melvin, du hast echt die tollsten Quests. Wirklich fantastisch. Wirklich fantastisch, dieses Quest-Design von Melvins Quests hier. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, mir geht's wirklich so, die Dialoge, die Charaktere, mehr über die Charaktere zu erfahren und mit denen zu reden, ist die wahre Belohnung für diese ganzen Fetch-Quests. Ich bin ja sehr gespannt, weil, Swery, also der Deadly Premonition-Schöpfer, arbeitet ja gerade oder schon seit langem auch an einer Kickstart-Kampagne zusammen mit sehr vielen namhaften Leuten aus der Videospielindustrie von ich glaube, Silent Hill-Komponisten über Castlevania-Leute. Also da hat er sich echt eine coole Crew zusammengestellt, wenn man sich das Portfolio so durchliest von denen. Und der macht gerade ein Spiel. Das darf man sich, glaube ich, ganz ähnlich wie so ein Deadly Premonition hier vorstellen. Nur, dass man eine Journalistin spielt, eine Fotografin. Es gibt keinen Kampf in dem Sinn, sondern man schießt Fotos. Die Quests laufen auch immer so ab, dass man Leute verfolgt, beobachtet. Aber ich glaube, man darf sich das wirklich so vorstellen wie hier in Deadly Premonition. Wir sind in einer kleinen Stadt voller skurriler Personen. Alle haben ihren Tagesablauf, alle haben ihre Geheimnisse, ihre skurrilen Persönlichkeiten, die es zu entdecken gibt. Und man macht dann Quests im Sinne von Beweise sammeln, Fotos im richtigen Moment schießen und nebenbei natürlich, es ist immer ein Swery-Spiel, einen Mordfall aufklären. Das sieht sehr nett aus. Sehr cool. Mir fällt nur leider der Name nicht ein. Deswegen muss ich mal ganz kurz googeln. Swery Kickstarter. Das habe ich mir gedacht, dass Google nicht mal Google erkennt, was ich da tippen wollte. Kickstarter. Kickstarter. So, das ist schon besser. The Good Life. The Good Life. Sieht sehr interessant aus. Auch sehr gespannt bin ich auf Hotel Barcelona, das ja Swery und Suda 51 gemeinsam machen. Der David Lynch und der Tarantino der Videospiellandschaft machen gemeinsam ein Spiel. Damn. Das kann nur total geiler, abgefuckter Scheiß werden. Was wollte ich jetzt eigentlich? Alligatoren! Ja, bin ich gespannt, welche Mechaniken da in das Spiel fließen. Ob es da auch sowas gibt wie stinken und essen müssen und so, keine Ahnung. Als kleinen Kniff, als kleines Gimmick, gibt es in dem Spiel The Good Life dann die Funktion, dass an einem Tag im Monat, das Spiel wird wahrscheinlich quasi wieder so eine Echtzeit im Spiel simulieren, Ein Tag im Monat ist irgendwie eine magische, mystische Nacht in dieser Stadt, in der alle Bewohner des Dorfes zu Katzen werden und die Spielfigur selber auch. Und dann erreicht man natürlich Orte, an die man normalerweise nicht kann. Man kann dann klettern halt, über Dächer laufen und so weiter und ganz neue Entdeckungen machen. Man kann aber auch zu einem Hund werden. Ich weiß nicht genau, ob das entweder oder ist oder ob beides geht oder ob man wechseln kann, keine Ahnung. Und als Hund kann man halt sehr gut riechen und buddeln. Und so Geheimnisse ans Tageslicht bringen, die man als Mensch nicht entdecken kann. Das klingt echt nett. Und ich mag Swerys gewissen Charme in seinen Spielen halt einfach immer sehr. Bin ich gespannt drauf. Jetzt muss ich mich nur kurz orientieren, bevor ich hier nochmal eine Viertelstunde im Kreis laufe. Da müssen wir lang, genau.
So, hier gibt es genug Alligatoren für alle. Wenn die, ich weiß schon, ich sollte die an Land locken, damit ich sie looten kann, aber... Ah, das sind Krokodilen, richtiges, okay. Ja, dann komm. Lebend kriegst du mich nie. Ich befürchte, lebend will er mich auch gar nicht. Ah! Puh. Okay. Ich glaube, hier haben wir die 30 schnell zusammen. Ich erspare mir jetzt wirklich, die an Land zu locken. Guter Loot hin oder her. Außer die Großen. Ich meine, wer einen Schuss überlebt, der kommt an Land. So ist das eben. Das freut mich, Herr Braxe. Kanntest du Deadly Premonition vorher schon? Weil das ist natürlich immer das... Also das freut mich natürlich am meisten, wenn ich so etwas skurrile, nischige Spiele quasi meinem kleinen Publikum zeige und da sind dann Leute dabei, die dann was für sich entdecken können, was sie anders nicht entdeckt hätten. Das ist natürlich immer super. Das hat mich auch immer sehr gefreut bei den Random Drops, bei den Indie-Spielen, bei den skurrileren Indie-Spielen, auf die mich Zakorak auch sehr oft hingewiesen hat, dass da immer wieder in den Kommentaren Leute dabei waren, die gesagt haben, damn, habe ich noch nie gehört, hab's mir jetzt geholt, finde ich großartig, das ist immer schön. Nein, überhaupt nicht. Es ist, wie du sagst, wie du zu Anfang sagst, unglaublich genial von den Charakteren und der Idee mit Zack. Ja, mich hat das auch, ich habe mir nämlich damals, also ist wahrscheinlich ungefähr 10 Jahre her, Deadly Premonition komplett blind gekauft. Ich hatte keine Ahnung von dem Spiel. Ich bin ehrlich gesagt darauf aufmerksam geworden, weil ich das gebraucht in einem GameStop im Regal habe stehen sehen und ich habe noch nie von dem Spiel gehört. Und ich war damals eigentlich schon immer recht gut informiert, was zumindest so für die Xbox 360, die ich damals hatte, und auch für die Wii so rauskommt. Und eigentlich... konnte ich zumindest mit den Namen von den meisten Spielen was anfangen. Ich konnte die zuordnen. Ich habe natürlich nicht alles gespielt und auch nicht alles gesehen, aber ich war zumindest einigermaßen fit, was es so gibt. Und dann steht da plötzlich dieses Deadly Premonition und ich hatte keine Ahnung, was das sein soll. Und das Artwork sah dann auch noch irgendwie interessant aus und ich habe mir gedacht, okay, nehme ich jetzt blind mit, whatever. Und dann hat mich das so begeistert. Ich fand das so charmant einfach, so genial, so bizarr, mystisch. Ja, einfach eben dieser seltsame Charme, dieser einzigartige Charme hat mich einfach echt überzeugt. Und ich war total begeistert. Und es freut mich, dass ich das jetzt, Jahre später, so ein bisschen noch promoten kann. Ich habe es ja auch mit Earth Defense Force öfter versucht, das zu promoten. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, das ist so genial. Irgendwie interessiert es keinen. Schade. Earth Defense Force 4.1 oder 5, ganz egal, sind beide großartig. Sind einfach super Einstiegspunkte. Aber ich muss auch dazu sagen, nur Couch-Koop. Ich meine, online zu viert geht auch, aber am besten zu zweit Couch-Koop. Aber dann gibt es nichts Besseres als Earth Defense Force. Aber ja. Das sind diese nischigen Underground-Spiele, die zwar eine feste, aber kleine Fangemeinde haben. Aber die mag ich oft am liebsten.
Und es war wirklich, ich war so überrascht und mich hat so umgehauen, als dann wirklich aus dem Nichts, damit hätte ja wirklich niemand gerechnet, auf der Nintendo Direct, ich glaube, war das Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres war es, glaube ich, plötzlich tatsächlich Deadly Premonition 2 angekündigt wurde. Damit hat wirklich niemand mehr gerechnet. Das ist schon sehr cool. Und es ist ein sehr anderes Spiel vom Setting und vom Feeling her als der erste Teil geworden, aber ähnlich charmant einfach. Ob es einen dritten Teil geben wird? Ich meine, Swery hat jetzt eben The Good Life auch über Kickstarter finanziert. Könnt mir sehr gut vorstellen, dass wenn der nochmal Bock auf Deadly Premonition hat, dass da vielleicht ein dritter Teil nochmal gecrowdfundet werden könnte oder so. Ich find's gut. Vielleicht ja dann in 10 Jahren, 2030, wird's noch einmal Zeit für Zack, dass er zurückkehrt. Wer weiß. Ich find's cool. Wie viele Krokodile haben wir denn jetzt hier? Meine Güte. 25, ha? Bei den Hunden habe ich auch bei 25 gedacht, dass wir es doch jetzt endlich haben müssten. Ach, na also. Der ist ein großer, dann komm her. Komm, put, 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 put. Müssen wir jetzt nicht schon... Gut. Marvin und in den Voodoo-Shop will ich unbedingt, weil wir... Jetzt fehlt nur noch eine Perle. Ich muss mir noch mal den Tipp holen, wo wir die letzte Perle herkriegen. Da bin ich mir nämlich nicht mehr sicher. Ich glaube von den Davids. Aber weiß ich nicht mehr. Das stimmt. Es ist auf jeden Fall etwas sehr Eigenes, Deadly Premonition. Etwas sehr Einzigartiges. Und ich glaube, das ist einfach so ein Spiel. Entweder das spricht einen an, dieser Humor und dieser strange Stil und diese abgedrehten Charaktere sprechen einem entweder an oder nicht. Ich glaube, mehr kann man zu dem Spiel eigentlich fast nicht sagen. Entweder einem gefällt oder nicht. Man kann nicht sagen, dass es irgendwie wie Resident Evil 4 oder wie, ne? Es ist einfach was Eigenes. Es ist, der erste Teil war ja noch sehr viel mehr Survival-Horror, so ein bisschen schon stärker, viel stärker, während der zweite ja im Grunde jetzt schon sehr stark Action-Adventure geworden ist. Was, finde ich, auch schon die Stärken des ersten waren. Die Adventure-Passagen. Aber ich glaube, ohne diese weirden Zombie-Geister-Shooter-Passagen hätte es halt auch nicht damals den gleichen Flair gehabt. Das ist schon insgesamt einfach toll. Und anders. Und eigen. Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte in den Voodoo-Shop und nicht ins Hotel. Ich muss mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Merke ich so.
Ich bin noch da. Ich bin noch wach. Keine Sorge. Und genau, ich habe es ja schon öfter gesagt, aber für mich war No More Heroes auch so eine überraschende Entdeckung, ungefähr zur gleichen Zeit wie Deadly Premonition. Und das waren für mich einfach zwei sehr besondere, sehr einzigartige, sehr abgedrehte Spiele. Beide sehr unterschiedlich voneinander, beide auf ihre ganz eigene Art und Weise sehr eigen und besonders und hatten ihren eigenen Stil, die mich beide angesprochen haben. Und dass jetzt eben Deadly Premonition 2 und No More Heroes 3 im gleichen Jahr kommt, ist schon ziemlich cool. Und wie gesagt, mit beidem hätte man nicht wirklich gerechnet. Und das freut mich. Genau, auf YouTube geht bei mir direkt nach dem ersten Teil der zweite Teil online. Auch wieder in so 30 bis 45 Minuten langen Folgen ungefähr immer. Die erste Folge ist ein bisschen länger. Die ist, glaube ich, über eine Stunde zum Reinkommen. Genau. Das sollte, wenn ich alles richtig eingestellt habe, nahtlos jetzt dann ineinander übergehen. Sudala. Alligatoren erledigt. What's the Melvin. Buzz, Mr. FBI Special Agent? Sie sind ein Teufelskerl, Mr. York. Nicht mal vor den grässlichen Todesalligatoren schrecken Sie zurück. Sie haben meinen aufrichtigen Dank. Heute bringt der Himmel Freuden, morgen schon bittere Verzweiflung. Für ihn verkaufen Menschen ihre Seele. Er ist der schnöde Mammon. So, hier ist Ihr Geld. Das haben Sie sich redlich verdient. Jetzt sind Sie ein gemachter Mann. Zack, jetzt haben wir zwar endlich unsere versprochene Belohnung, aber auf die Forbes-Liste kommen wir damit wohl eher nicht. Wie viel Geld kriegen wir jetzt? Was haben wir jetzt bekommen? Sind wir jetzt wirklich ein gemachter Mann? Sind wir jetzt reich? Können wir uns jetzt zur Ruhe setzen? Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt? Wo sehe ich denn unser Geld eigentlich? Wo sehe ich denn wirklich unser Geld? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier oben. Sehr viel können wir nicht bekommen haben, wenn überhaupt. What's the buzz, Mr. Worauf warten Sie noch, Mr. York? Wollen Sie nicht gehen und Ihren Reichtum verprassen? Melvin, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich zur Sicherheit der Bürger beitragen kann? Dank Ihrer Aufgabe habe ich eine ganze Menge über das Ökosystem und die Geografie von Le Carré gelernt. Und das wiederum hilft mir möglicherweise bei meinem Fall. Oh, verstehe, das leuchtet ein. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Es gibt noch genügend Killerbienen, wilde Hunde und Alligatoren, die erledigt werden müssen. Solange die Köpfe rollen, klingelt bei Ihnen die Kasse. Deal? Das ist gut für die Stadt und gut für Ihren Geldbeutel. Wenn zwei Herzen höher schlagen, ist sie niemals weit. Die Win-Win-Situation. Tragen Sie einfach jeden Abschuss in die Liste am schwarzen Brett auf der Wand ein. Wenn Sie genügend Abschüsse gemacht haben, werden Sie reich. Also noch reicher. Eine Liste am schwarzen Brett auf der Polizeiwache. Und das im Zeitalter der Digitalisierung. Viel analoger geht es nicht. Aber was soll's, Zack? So ist das eben. Hier in der Provinz. Haha, 30 Killerbienen, 30 Hunde und 30 Alligatoren soll ich erledigen. Na, das ist eine tolle Quest. Aber hey, die Perle haben wir, deswegen habe ich das eigentlich gemacht. Ich meine, ich will alle Nebenquests machen in dem Spiel. Alle. Das geht im zweiten Teil zum Glück viel problemloser als im ersten. Wo man wirklich oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss, damit man die Quest überhaupt kriegt. Hier im zweiten kann man jederzeit in jedes beliebige Kapitel reisen. Sollte man mal eine Quest übersehen haben.
Das ist alles viel übersichtlicher. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, genau, aber jetzt machen wir nicht die Quest, in der wir 30 Bienen, 30 Hunde, 30 Alligatoren, das passiert sowieso so nebenbei, sondern stattdessen darf ich nicht vergessen, zum Voodoo-Shop zu fahren. Der Voodoo-Shop hat wenigstens, der ist mir am allerliebsten, der hat 24 Stunden geöffnet, der Besitzer des Voodoo-Shops steht immer hinterm Tresen, der fährt nie nach Hause, der ist immer genau da anzutreffen, Wochenende, Wochentags, ganz egal. Wenn man nachts, früh morgens seinen Shop betritt, dann schläft er stehend hinterm Tresen. Aber den muss man nicht dauernd suchen, da muss man nicht dauernd auf die Uhr gucken und sich denken, so, oh nein, jetzt ist es schon wieder 16 Uhr und Sonntag auch noch. Der ist einfach da und fertig. Zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk oder so. Ein Schweizer Voodoo-Werk. Ein Voodoo-Werk. Ja, fahren wir hin. Mit dem Skateboard, würde ich sagen. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such. Oops.